Topfgucker TV empfiehlt. Ich bin Sven Petzold, Küchenchef hier im Romantikhotel Deutsches Haus in Pirna. Wir befinden uns im Wolf-Blechschmidt-Haus. Wolf Blechschmidt war ein bedeutender Baumeister des 16. Jahrhunderts und auch der Namensgeber unseres Gerichtes. Dazu brauchen wir Schweinerücken, Landleberwurst, Äpfel, alles aus der Region, Kartoffeln für einen Reibekuchen und Rahmsauerkraut habe ich hier schon mal angesetzt. Als erstes pariere ich den Schweinerücken, befreien von den Sehnen. Die Sehnen können wir dann verwenden für die Soße, anbraten, Wurzelgemüse dazu, mit Rotwein ablöschen. Jetzt schneiden wir uns zwei dünne Scheiben ab, plattieren sie. Nehmen uns die Landleberwurst, geben die Landleberwurst auf die erste Scheibe Fleisch, schälen uns einen Apfel, alle sächsische Produkte, Äpfel aus Borden, Schwein von Sachsenglück, in Sachsen geboren, aufgewachsen und geschlachtet. Jetzt belegen wir die Leberwurst mit den Äpfeln und drücken das etwas fest. Das wird dann unser Schweinesteak. Jetzt brauchen wir dazu einen Kartoffelrösti. Dazu habe ich festkochende Kartoffeln. Jetzt geben wir uns etwas gemahlenen Kümmel, Salz und Pfeffer. Vermengen dies. So. Jetzt haben wir etwas Rapsöl. Die geriebenen Kartoffeln, gewürzt mit Salz, Pfeffer, etwas gemahlenen Kümmel. Drücken wir hier so rein und lassen es braten. Jetzt würzen wir unser Schweinesteak. Salz, Pfeffer. Und legen das in die heiße Pfanne. Unser Sauerkraut kocht. Als kleinen Tipp, Gewürze in ein Tee-Ei, etwas Piment, etwas Lorbeer, ein Tee-Ei, können wir welche rein. Der Vorteil ist, Lorbeer und Piment ist nicht im Sauerkraut, sondern wir können das durch das Tee-Ei wieder rausnehmen und haben aber den vollen Geschmack. So, jetzt gießen wir Sahne an, weil wir machen ein rahmiges Sauerkraut. Schweinesteak wenden. So, und jetzt geben wir das Schweinesteak zu Hause in den Ofen. Wir in der Gastronomie haben einen Konvektomaten, dass wir das 10 Minuten bei trockener Hitze garen. Zeit gucken wir nach den Rösti. Jetzt veredeln wir das Sauerkraut noch mit frisch gezupften Majoran. Majoran passt wunderbar zum Sauerkraut. Und wenn Sie das riechen könnten, Majoran. Majoran ist auch sächsisch. Da kommt in die Wurst Majoran, überall kommt Majoran. So, der Rösti fertig, das Sauerkraut fertig. Jetzt holen wir uns das Schweinesteak aus dem Ofen. Machen wir den Rösti auf den Teller. Jetzt unser Rahmsauerkraut. So. Darauf unser Schweinesteak Wolf Blechschmidt, etwas Majoran zur Deko und etwas Soße. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de